Nicole Kidman, James Franco, Damien Lewis, sie alle spielen mit in dem Film Queen of the Desert von Werner Herzog. Und worum es darin geht, das kann mir jetzt Marius Nobach vom Filmdienst erzählen. Ja, das ist ein Film über Gertrud Bell, eine Forscherin, Autorin und Diplomatin, die während des Ersten Weltkriegs und auch in der Zeit davor sich viel in den arabischen Ländern umgetan hat, viele Forschungen unternommen hat und dadurch auch viele Beziehungen zwischen Angehörigen von Völkern der Wüste geknüpft hat. Und der Film zeigt, wie sie in diese Forschungsarbeit hineingewachsen ist, welche Erfahrungen sie gemacht hat, welche Beziehungen sie zu verschiedenen Männern während dieser Zeit gehabt hat und wie sie während ihres ganzen Lebens dann trotzdem ihrer ersten Liebe treu geblieben ist. Richard, please say Richard. Richard. I'm not ready. I would never be with... Would never what? I would never be with a man again. Direkt nach der Pressevorführung konnte man spüren, dass nicht alle ein und derselben Meinung über diesen Film waren. So ist es auch bei den beiden Filmdienstredakteuren Marius Nobach und Felicitas Kleiner. Fangen wir mal bei dir an. Wie hast du diesen Film wahrgenommen? Also mir hat er tatsächlich sehr gut gefallen. Ich glaube, ich bin da in der Minderheit, aber ich habe mich tatsächlich bestens unterhalten. Aus mehreren Gründen. Eine Sache, die mir an dem Film gefallen hat, vielleicht irrational, aber die ich auf jeden Fall sehr positiv fand, war, wie gesagt, ein zentraler Schauplatz des Films ist die Region des Nahen und Mittleren Ostens, also ein Gebiet, was in den letzten Jahren, man kann sagen Jahrzehnten, fast nur noch als Krisenherd und als Krisengebiet durch die Medien flimmert. Und in diesem Film, kriegt man auf einmal wieder in Erinnerung gerufen, dass das einfach Länder sind mit einem unheimlichen kulturellen Reichtum. Die Hauptfigur in dem Film, Gertrud Bell, ist eine große Bewunderin dieses Reichtums. Sie eignet sich auch mehrere Sprachen an und schätzt die Literatur, schätzt die Geschichte dieser Länder, schätzt die Lebensart dort. Und diese Erinnerung an diesen kulturellen Reichtum, das fand ich einfach ungeheuer schön. Marius, du siehst das etwas anders. Du siehst den Film deutlich kritischer. Warum? Ja, also was mich ein bisschen gestört hat, ist, dass diese Stärke, die diese Frau in dem Film verkörpert, irgendwie für mich mehr eine Behauptung geblieben ist, als tatsächlich aus der Umgebung, aus dem Film heraus sich selbst entwickelt hat. Für mich war es ein bisschen zu sehr auch Starkino. Also man nimmt Nicole Kidman wirklich deutlich noch als Nicole Kidman wahr, nicht unbedingt als eine englische Forscherin des frühen 20. Jahrhunderts. Und es ist halt sehr auf sie zugeschnitten. Natürlich nimmt man diesen kulturellen Reichtum wahr, den es in dieser Gegend gibt, aber man nimmt es quasi nur als Hintergrund wahr für ihre Geschichte, die Geschichte einer starken Frau halt ist, die durch diese Gesellschaft schreitet, in der sie wirklich eine völlige Außenseiterin ist, natürlich. Und es war für mich aus dem Film heraus jetzt nicht unbedingt eine logische Darstellungsweise, dass ihre Umgebung in dieser bewundernden und völlig hingerissenen Form auf sie reagiert hat. Das war ein wichtiger Kritikpunkt, der mich an dem Film wirklich auch gestört hat. Vielen Dank dafür, Felicitas. Wir haben gestern über den Eröffnungsfilm schon gesprochen. Da spielte auch eine starke Frau eine entscheidende Rolle. Wenn du die beiden Filme miteinander vergleichst, welcher schneidet da besser ab? Ja, eindeutig der Film heute, der Werner Herzog-Film. Vielleicht gerade wegen einem Punkt, den Marius negativ fand, den ich aber positiv gesehen habe. Dieses unlogische Element, das finde ich, hat etwas fast schon Utopisches. In dem Film gestern, da haben wir so eine klassische Abenteuerfilmkonstellation gehabt. Ein Individuum, also Juliette Binoche als diese starke Frau, die sich in einer Umwelt bewähren muss, die total feindlich ist.
Und ja, in diesem Film heute, in Queen of the Desert, hatten wir das Gegenteil. Da hatten wir eigentlich eine Liebesbeziehung zwischen einer Frau und einer Region. Also eine Frau, die ein Land, seine Kulturen, seine Sprachen, sein kulturelles Erbe liebt und ja, auf völlig irrationale Weise von diesem Land wiedergeliebt wird. Also es ist schon tatsächlich vielleicht nicht ganz wahrscheinlich, wie diese Frau durch alle möglichen Gefahren, denen sie sich aussetzt, so unversehrt durchkommt, als wäre sie imprägniert gegen alle Übel. Aber ja, ich habe das als was sehr, sehr Schönes und Positives empfunden, dieses utopische, ja, Einssein von der Figur mit dem Land. Vielen, vielen Dank an euch beide. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß beim Filmeschauen und dann sehen wir uns in den nächsten Tagen wieder. Und weitere Videos finden Sie auf katholisch.de.